Hallo und herzlich willkommen zu Gamer Talk. Ja, diesmal ist es ein verwischtes Bild. Diesmal ist es schön ordentlich in HD-Auflösung. Diesmal ist es nicht über eine Webcam. Diesmal ist es über meine neue HD-Kamera. Diese habe ich zu Weihnachten bekommen. Gestern war hier Weihnachten 2013. Die Aufnahme wird wahrscheinlich ein bisschen später online sein, als ich sie aufgenommen habe. Aber wir wollen jetzt mal nicht großartig rumquatschen. Also, Star Wars. Ja, Star Wars. Es geht mal wieder um Star Wars. Was heißt hier schon wieder? Es ist mal wieder in den Mittelpunkt gerückt. Naja, so ziemlich. Es heißt nämlich, also nachdem Disney Star Wars gekauft hat, was ja schon eine ziemliche Schande ist, muss man ehrlich sagen, also George, du hättest Star Wars echt für dich behalten sollen, nicht an Disney verkaufen sollen. Jedenfalls will Disney scheinbar einen siebten Teil rausbringen. Und ich bin ehrlich gespannt, was Disney daraus macht. Und welches Buch sie als Vorlage verwenden wollen. Es gibt ja so viele. Da liegen auch viele Bücher zwischen den bereits erschienenen Bildern. Filmen, meine ich. Ich habe auch selbst ein paar Bücher von Star Wars. Kann ich kurz mal rausholen. Ist ziemlich dick. Einmal Episode 3, Rache der Sith. So, ich muss kurz was machen. So. Hier, einmal Episode 3, die Rache der Sith. Star Wars, der Treue Schwur. Der Treue Schwur, kann ich kurz gucken, wann der spielt. Treue Schwur, Treue Schwur. Und da ist mein Computer wieder eingeschaltet. Ja, eine verklickte Sterne. Hier, teure Schuhe. 0 bis 3 Jahre. Also, es ist die direkte Fortsetzung nach Episode 4. 0 bis 3 Jahre nach Krieg der Sterne. Und dann habe ich hier noch Star Wars, die Kundschafter. Da kann ich auch kurz mal gucken, wann das ist. Die Kundschafter. Kundschafter. Hier, die Kundschafter. 27 Jahre vor Krieg der Sterne. Und damit glaube ich sogar noch, wie? Der zweite Teil nach Episode 1. Ja. Star Wars ist ja auch immer wieder ein interessantes Thema. Also was Lego auch aus Star Wars gemacht hat, die ganzen Bausätze, die es von Star Wars in Lego gibt und auch die beiden, drei Star Wars Spiele, nee, ich glaube vier, drei auf jeden Fall von Lego, drei Lego Star Wars Teile, von denen ich zwei habe, von denen ich eventuell auch noch ein Let's Play hochladen werde. Das will ich aber von euch beantwortet haben. Ich habe Lego Star Wars Teil 1 und Teil 2. Schreibt mir bitte in die Kommentare,
ob ich ein Let's Play von einem der beiden Teile machen soll. Wenn ja, von welchem der beiden Teile, ob ich auch sogar beide Teile Let's Playen soll. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, damit ich darüber Bescheid weiß, ob ich es machen soll oder nicht. Ja, also für die Leute, die Star Wars noch nicht kennen, den würde ich dringendst empfehlen. Geht in den Mediamarkt, in den Saturn oder in einen sonstigen Elektrofachmarkt oder in einen sonstigen Supermarkt oder so und kauft euch die DVD Star Wars. Es ist ein wirklich toller Film. Science-Fiction-Film. Rebellen gegen Imperium. Ja, da fängt mir gerade mein bester Freund an, der Thriller. Ja, der Thriller schon wieder. Jedenfalls, wusste ja vor kurzem, was heißt hier vor kurzem, er kennt im Grunde nur die Teile 4 bis 6. Die Teile 1 bis 3 sind ihm relativ unbekannt. Also, da habe ich ihm die mal gezeigt und da hat er sich gewundert. Es gibt einen Teil 1 bis 3. Ja, das hat mir natürlich schon ein bisschen Spaß gemacht, ihm das Ganze zu präsentieren. Haben wir das Ganze mal geguckt, aber er quatscht immer so viel während Filmen. Und das stört mich schon ein bisschen. Also ich will hier jetzt nicht zu tief ins Private reingreifen. Will ich wirklich nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, worüber der... welches Buch die als Vorlage nehmen werden für den 7. Teil. Ich bin auch gespannt, ob Disney es schaffen wird, den 7. Teil von Star Wars genauso gut zu machen wie die anderen Teile. Ja, ich schätze mal, hier sind wir durch. Das war Gamer Talk und wir sehen uns.